Beziehungsweise On My Way to All New mit einem weiteren Let's Try, Let's Play, Let's Fail. Heute zocken wir mal wieder ein neues MOBA, was es auch mal wieder bei Steam gratis zum Zocken gibt. Nämlich, es heißt Soul Size Arena. Es ist ein Fast-Paced MOBA 3 gegen 3. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an, ohne jetzt noch großartig darüber zu erzählen. So, wir gehen mal auf Play. Weil wir natürlich total pro sind und noch nicht Level 15 sind. Ich bin Level 7. Gehen wir mal auf Normal. Dann nehmen wir hier so einen Champ. Machen wir Next. Try Hero. Spiel starten. So. Jetzt muss man halt kurz warten, bis wir Gegner kriegen. Ich habe das Game jetzt ein paar Mal angetestet, 5-6 Mal oder so, damit ich halt die Soundqualität und allgemein halt Video und sowas einstelle. Und ich habe halt nur gegen Bots gezockt. Es kam mir ziemlich einfach vor. Ich habe das auch vor ein paar Jahren mal angezockt gehabt. Halt wie gesagt, nur bis Level 7 gekommen. Das heißt, ich habe vielleicht 10, 20 Runden gezockt oder so. Und ja, also ich fand es schon damals scheiße. Ob sich mein Eindruck jetzt geändert hat, nach den 5 Bot-Games ehrlich gesagt nicht. Aber es waren halt Bot-Games. Das darf man halt mit PvP nicht unbedingt vergleichen. Deswegen würde ich sagen, zocken wir jetzt einfach PvP und nicht PvE und gucken wir mal, ob sich mein Eindruck letztendlich vielleicht ins Positive ändert. Hoffentlich. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das Spiel noch nicht gestorben ist. In der Hinsicht wie zum Beispiel Smash Mouth Champions. Das war eigentlich das Spiel, was ich heute antesten wollte, beziehungsweise euch zeigen wollte, denn ich kenne das ja auch schon. Und Smash Mouth Champions gibt es immer noch bei Steam als Gratis-Download. Es hat auch wirklich eine gute Bewertung. Das Problem ist, das Spiel ist tot. Also es waren vorhin 3 Spieler online weltweit. Ja, es ist tot. Keine Ahnung warum. Das Spiel ist gerade mal ein Jahr alt gewesen. Ich weiß nicht, warum man ein Spiel gerade mal nach einem Jahr aufgibt. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Weil die Community war damals, als es rausgekommen ist, richtig gut. Das haben richtig viele gezockt. Ich habe das als Close Beta, glaube ich, mal angezockt gehabt. Ey, sagt mir jetzt bitte nicht, dass ich wieder ein totes Spiel gefunden habe. Das ist nicht euer Ernst. Ja, okay, ich bin erst 2 Minuten in der Queue, also in der Warteschlange. Aber eigentlich dauert das bei solchen Spielen nicht immer so lange, weil das ist gerade mal ein 3 gegen 3, das ist nur nicht mal 5 gegen 5. Oh Gott, das gibt's nicht. Tja, wenn das jetzt nicht funktioniert, müssen wir Smite zocken, Leute. Und falls es doch funktioniert, zocken wir dann halt ja das hier. Scheiße. Also Smite wollte ich eigentlich morgen vorstellen, beziehungsweise die Tage. Ich bin mir halt immer nicht sicher, an welchem Tag ich welches Spiel mache. Ich muss hier noch meine, hier, wie heißt das, Weekly Rotation, also wöchentliche Rotation einstellen. Da werde ich halt so eine, ja sagen wir mal, so eine Datei, also so eine PDF-Datei oder sowas, also wie so ein Dokument, werde ich euch als Link unter das Video reinhauen. Da wird halt stehen, Montag League of Legends, Dienstag das und das, Mittwoch das und das, und das geht halt bis Sonntag, weil ich halt jeden Tag mindestens ein Video hochlade. Also auf jeden Fall ein Video hochlade. Oh, ich glaub's nicht. Oh mein Gott, ist das schön. Also, ich hatte auf jeden Fall Bock, euch das Spiel zu zeigen, egal ob das jetzt schlecht, nicht schlecht oder sonst was ist. Oh Mann. Übrigens, frohes Fest, es ist ja der 24. Ich trinke hier mein schönes Abendbierchen, sage ich mal. Und ja, zock dieses Spiel an. Was haben wir hier? Arthorn, Brutus, Hellos, Möbius, Kyra und Helios. Also die Namen sind natürlich cool, was jetzt auch aber nichts Außergewöhnliches ist. Das sind teilweise entweder irgendwelche griechischen Götter oder ja einfach aus irgendwelchen Mythologien rausgenommen. Also es ist halt wirklich nichts Besonderes, was jetzt die Namen von den Champions betrifft. Aber das, darauf kommt es ja nicht an. Also ein MOBA kann scheiße aussehen, es kann... Mir macht die Hauptsache bei einem MOBA für mich ist wirklich, beziehungsweise bei fast allen Spielen ist wirklich, dass man Spaß dran hat und dass es auf lange Zeit halt Bock macht. So, von vornherein, ihr habt in eurer Base ein paar Buffs liegen und 2 Türme und ein Nexus, und das ist halt, was ihr aufheben könnt.
Das ist halt so ein, ja, auch nochmal ein extra Buff für eure, ja, für euren Champ sozusagen oder für euren Hero, je nachdem. Oh Gott, ist das. Ja, egal. So, die versuchen hier gerade Gold einzunehmen. Das müssen wir stoppen. Oh mein Gott, ist das lächerlich, Alter. Wie viel Damage machen die denn? So. Nett. Nett. Okay. 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 What the fuck? Also, die Bot-Games sahen natürlich ein bisschen anders aus. Da bin ich nicht so schnell gestorben. Was geht denn jetzt? Der Tower ist schon down, der erste. Ach so. Was ist das denn? Ich kann mich ja gar nicht bewegen. Die haben ein CC auf mich geworfen und ich war für gute 2 Sekunden gestunt oder geslowt oder was auch immer. Auf jeden Fall, ich konnte nicht weg. Ach so, meine Teammates stehen AFK rum. Ach, ich soll retreaten. Ich soll jetzt in der Base rumstehen, meine Teammates. Okay. Ohne jetzt wie ein Arschloch zu wirken, sage ich mal, die Community ist voll für den Arsch. Aber nicht wegen Chatten, Haten oder sonst sowas wie bei League of Legends, sondern dass die bei einem Fast-Placed MOBA, was innerhalb von 5 Minuten vorbei sein kann, wenn nicht weniger, dass die in der Base AFK rumstehen und zu mir meinen, ich soll unsere Türme nicht verteidigen. Also tut mir leid, da hört bei mir der Spaß auf. Das ist halt hier so eine Goldkiste, die man in der Mitte einnehmen kann. Falls man. Ach so, ich krieg wieder ein CC krieg ich in die Fresse und ich bin tot. What the fuck? Die wollen mich total verarschen. Ach so, und die kriegt auch kein Damage, oder? Okay, also ihr merkt schon, vom Dings her, vom Skill her, muss man hier auch nichts drauf haben, außer dass man einfach nur alles durchcastet. Das Einzige, was ich jetzt bis jetzt an Lob an diesem Spiel finden kann, ist der Item Shop. Weil er halt simpel aufgebaut ist, okay, ist halt für jeden vollen abgemacht. Super. Das Problem ist, unser Team hat, glaube ich, noch nicht mal einen Heiler, das heißt einen Supporter. Wir haben nur 3 Damage-Healer, die nichts können. Beziehungsweise 2. Okay, wir haben schon mal einen Tank, ja, der halt auch. Ach so, ja, natürlich, das Gegnerteam hat einen Healer, wir haben keinen. Ja, logisch, ne? Also es tut mir leid, dieses Spiel ist ohne jetzt eine Vor. Ach, Alter, ohne Mist, ich bin sprachlos. Ich bin echt sprachlos. Also, man hat hier 3 Klassen: Damage Dealer, Supporter und halt und Tank. Das ist doch irgendwie verständlich. Beziehungsweise, ich habe doch eine Solo-Queue gemacht. Das heißt, ich müsste theoretisch automatisch einen Healer finden und einen Tank finden für mein Team. Ich hab ja nicht eingestellt, dass ich keinen Bock habe auf einen Tank oder keinen Bock habe auf sonst was. Sondern ich habe einfach ein ADC genommen oder Damage Carry genommen und dann habe ich angefangen zu zocken. Das heißt doch aber, dass das Spiel, dass allein die Warteschlange total falsch ist. Das heißt, sie buggt rum oder ist nicht richtig eingestellt. Denn wie kann ich denn bitte 3 Damage-Dealer im Team haben, obwohl ich mindestens einen Healer brauche, um hier überhaupt zu überleben? Also, sorry, das ist behindert. Ja, ich kann euch noch kurz. Also, sorry, dass ich mich jetzt so aufrege, aber das ist total lächerlich. So ein schlechtes MOBA habe ich hier schon lange nicht mehr angezockt. Ich meine, man kann hier einfach Buffs aufheben mitten auf der Map, indem man einfach so eine Sekunde da bleibt und das einfach durchchannelt oder durchcastet. Dieses Wasser, okay, es sieht ganz okay aus. Und wenn man sich halt in das Wasser rein bewegt, bewegt man sich halt langsamer. Und mit dieser Kiste kann man halt extra Gold abstauben. Was auch keinen Sinn macht. Weil, okay, ja. Muss ich, ohne Mist, muss ich echt noch was dazu sagen? Also, das Spiel hat eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Es fängt schon bei der Warteschlange an. Die Warteschlange. Okay, hat 2 Minuten gedauert, das ist vollkommen okay, das ist wie bei jedem Durchschnitts-MOBA. Aber dann geht's los, dass ich entweder kein Healer im Team habe, beziehungsweise der Healer einfach 3 Fähigkeiten nicht drauf haben kann.
B, Y und A. Und bei mir ist es halt auf Q, W, E eingestellt. Und das Coole dran ist, es steht immer noch Y, B und A da, obwohl ich das umgestellt habe. Aber never mind, ist eh gut und so, ne? Okay, das nächste, was mir beim Spiel auffällt, was einfach total scheiße ist, die Hitbox. Das heißt, wie zum Beispiel bei League of Legends, bei Lux, dass die ihren Ulti macht. Der Ulti ist so groß, aber trifft so eine Fläche. Genau das gleiche war gerade bei dem CC. Der CC ist so groß, aber trifft so eine Fläche. Ohne Mist, also, ey Leute, ihr guckt euch einfach mal meine anderen Videos an. Ich habe euch bis jetzt wirklich nicht so eine Scheiße vorgestellt wie bis jetzt. Denn es ist unglaublich, wie schlecht dieses Spiel ist. Und eigentlich finde ich in jedem schlechten Spiel schon wieder die. Ohne Mist, also. Nee, wisst ihr was? Wir zocken jetzt noch eine Runde. Weil das ist lächerlich. Ich zocke jetzt nur eine Runde, weil ich jetzt nicht zu sehr, zu schnell urteilen will über dieses Spiel. Ich habe jetzt 5 Bot-Games gemacht und ein PvP. Das PvP habt ihr jetzt hier selber gesehen. Hä, was denn jetzt? Ach, ich muss eine Position. Ja, von hier aus da. Was ist das hier? Das ist alles verbuggt. Im Hintergrund ist irgendein Scheiß und. What the fuck? Warum. Oh mein Gott, guckt euch dieses Menü an. Seht ihr das gerade, Leute? Oder habe ich gerade zu viel getrunken? Was ist das denn? Wollt ihr mich verarschen? Sorry, Leute, ey. Da hört es bei mir auf, ohne Mist. Sogar das Menü ist auf einmal ein Vision-Bug, ohne dass ich was gemacht habe. Ich wollte mich gerade nur ausloggen, beziehungsweise das wollte ich noch nicht mal machen. Ich wollte einfach aus dem Menü raus, indem ich Escape gedrückt habe. Ich habe zweimal Escape gedrückt. Was ist passiert? Ich bin ausgeloggt. What the fuck? Egal, ohne Mist. Also ich werde. Es tut mir leid, dass das Video zu kurz geworden ist. Ich werde das Spiel auf jeden Fall nochmal antesten. Das heißt, ich werde es auf jeden Fall nochmal ein Let's Try, Let's Play, Let's Fail nochmal darüber machen. Weil ich habe halt nur wirklich nur eine Runde gezockt. Aber das kennt ihr halt auch von meinen anderen Videos. Die sind aber trotzdem nicht so kurz geworden. Weil ab diesem Punkt hört es bei mir echt auf. Das macht weder Spaß, noch ist es interaktiv, noch ist irgendwie irgendeine Herausforderung irgendwie zu sehen. Man hat kein Mana, kein gar nichts. Und ich will das jetzt nicht mit Heroes of the Storm vergleichen, wo ich übrigens auch zur technischen Alpha eingeladen wurde und was ich auch anzocken werde. Denn ihr könnt sehen, bei Heroes of the Storm zum Beispiel kann man auch die Spells komplett durchcasten, ohne dass man zum Beispiel Mana hat oder Items kauft. Da skillt man halt die Dings hoch, die Fähigkeiten skillt man hoch. Das ist ein richtig geiles Prinzip, was es so noch nicht gibt in MOBA. Und das macht richtig Spaß, Heroes of the Storm. Das ist totaler Bullshit. Das ist kein Game, das ist eine reine Vergewaltigung an die Gamer-Natur. Das Spiel sollte echt aus Steam rausgenommen werden, aber das ist nur mein erster Eindruck, beziehungsweise meine erste Meinung dazu. Denn ich werde es auf jeden Fall noch mindestens zwei, dreimal zocken, um euch dann zu zeigen, ob sich mein Eindruck denn doch noch geändert hat. Aber bis dahin würde ich sagen, frohes Fest und Prost, Leute. Wir sehen uns morgen mit einem neuen Video von. Wir machen morgen Smite. Wir zocken morgen Smite. Falls euch das Video gefallen hat, mach mal hier Däumchen hoch, ne? Und falls ihr Bock auf mehr Videos habt, unten ist so ein cooler Abo-Button. Könnt ihr den mal drauf drücken, ne? Ist nicht so schwer. Und sonst werde ich noch versuchen zu streamen. Das heißt, bei Hitbox TV. Aber das wird sich erst, denke ich mal, dann erst im neuen Jahr ergeben. Das heißt, wir sehen uns morgen, euer Krischer bzw. OnWarriorToOwnYou. Haut rein!